Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pete. Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pete's Meat Court. Heute machen wir American Pie. Ne, Oshi Meat Pie. So, Oshis, wer auch immer Oshi ist. Aussie Meat Pie. So soll der am Ende aussehen und nicht Aussie, sondern Aussie. Dazu brauchen wir Zwiebel, eine medium große Zwiebel. Ich halbiere übrigens die gesamte Menge an Futter, ja, weil ich das alleine esse. Maisstärke, ein 3/4 Cup Beefstock, das sind... An dem Moment, Beefstock ist das hier. Rinderbouillon, Tomatenmark, Worcestersoße, ein Large Eye, Ketchup, Hackfleisch, ja, Haltungsform Premium, Blätterteig. Auch Jay hat es hingekriegt. Vegemite. Das ist komisch, so australische Fickzeug. Mal gucken. Heat 1 tablespoon olive oil in a skillet over medium high heat. Ne, Skillet, nicht Skillet. Was ist denn Skillet? Ich kenne nur Skrillex. Skillet ist eine Band. Hä? Okay, darüber soll ich das heiß machen? Okay, mach mich heiß. Ja, warum eigentlich nicht? Als erstes Zwiebeln schneiden, wie bei jedem guten Gericht. Das könnte wirklich ein gutes Pete's Meat Court werden. Auch wenn das Rezept oder so vom Titel eher erstmal ein bisschen komisch klingt, ja, aber vielleicht wird es ja mal was ganz Normales. Also ich könnte mir vorstellen, dass Jay das Vegemite nicht mag. Ich mag keine Blätterteigprodukte. Hamsterkäufe, auch als ich einkaufen war, gab es kein Toilettenpapier mehr. Ich glaube, die Situation in Gießen ist belastend. Hat Jay überhaupt eine Zwiebel bekommen? Hey, ist keine große Zwiebel hier, das ist ja lächerlich klein. Ich weiß nicht, warum kann man eigentlich nicht vorgeschnittene und vorgehackte Zwiebeln kaufen? Also man kann die Trockendinger ja kaufen. Das wäre mega nice. Okay, Zwiebel wird gebraten. Schritt 2. 400 Gramm Beef. And cook it for 3 to 4 minutes, stirring and breaking off with a wooden spoon until browned. Was haben die eigentlich immer mit ihrem Holzlöffel? Was kann denn der Holzlöffel jetzt so viel besser als das Ding? Wo ist der Unterschied? Australische Küche habe ich noch nie gegessen, werde ich wahrscheinlich auch nie essen. Australische Küche ist für mich immer nur Kotzfrucht, Känguruhoden natürlich, Buschschweinsperma, Uterus. Der Hackfleisch braucht ja sowieso länger. Achso, Moment, da hätte ich die Zwiebeln vielleicht noch nicht da rein tun sollen, oder? Egal! Ich komme mir hier vor, wie Jack the Ripper gerade sein Abendessen zubereitet. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht schneiden hier, das ist das Krasse. Dann sollen wir schon mal die Speisestärke mischen. Wir brauchen ja 3/4 Cup von der Rindsbouillon, aber halt schon in Wasser aufgelöst. Das heißt, ich nehme 1/4 Cup. Ja, ich habe so ein geiles. Das ist 1/4 Cup. Das ist 1/3 Cup. Wie viel ist denn eine Cup? Milliliter. 236. Drei Viertel Cup. Das ist dann insgesamt 3/4 durch 1/2 ist 0,75 durch 2. Alter, was willst du? 3/4 von 263. Das sind ja ungefähr 240, 180 Milliliter. Weißt du, der Bram, der wird wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde da rumrechnen. 236 mal 3 durch 4, 177. Man muss jetzt ja gleichsetzen. 1/2, 3/4, 3/4 durch 1/2 ist, man muss das dann noch mit mal multiplizieren, das ist dann 3/4 mal 2. Das ist dann 5/4. Nee. Das ist ja mega kompliziert, ey. Das überlasse ich lieber Bram Mathematik rechnen. Ich mache einfach so ein bisschen selber. Ein 1/8 Tasse Tomato Paste. Das sind dann dementsprechend 236 durch 4 mal 1. 59. 59 Milliliter? Alter, Vater, ey. Jo, jetzt gehen wir richtig ab. Oh, kennt ihr die Geschichte von Domian mit dem Typen? Ja, der erzählt, dass der ein Problem hat mit Hack, weil der sich einmal im Jahr Met besorgt hat, sich dann so einen richtig schönen Kravenzmann auf seinen Tisch gelegt hat und da hart reingenudelt. Alter, mega gut! Im Rezept steht 1 Tablespoon von dem Fond und 1 Tablespoon von der Stärke, aber das kommt nachher eher alles zusammen und das gibt mehr Sinn, wenn das ein bisschen flüssiger bleibt, anstatt dass das so komisch nachher eine Masse wird. Ich versuche mir ja schon immer so gut es geht, ein Rezept zu halten. Manchmal weiß ich das einfach besser. Das kommt jetzt da rein. Dann jetzt hier die Wurstsoße. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist jetzt nicht so schön, wenn da ein bisschen mehr von da reinkommt. Hier Vermintide.
Dingsbums. Und zwar ein Teaspoon. Okay, jetzt bin ich mal hart gespannt. Zu Vegemite eine kurze Anekdote. Als ich das einkaufen war beim Edeka, habe ich eine Verkäuferin gefragt, wo die das haben. Und sie sagte, das hätten sie nicht, aber ob ich denn sicher wäre, dass ich das essen möchte. Sie war länger in Australien, die schmieren sich das ja irgendwie da aufs Brot. Wird gemacht aus der Maische, also ist ein Hefeextrakt. Ob ich das wirklich essen will? Und ich dachte so, ja, hat sie nicht ganz verstanden, dann musste ich ihr auch nicht erklären, aber sie meinte so, okay, kriegt man im Reformhaus, ich hab's jetzt bestellt, die kleine Tube. Okay, das ist erstmal so eine schwarze Masse einfach nur. Nehmen wir mal so viel, ist jetzt nicht so viel. Holy shit, das ist viel Geschmack. Boah, Alter, das ist so ein bisschen wie schlecht geworden, das ist Maggi. Boah, was so schlecht ist, dass daraus dass das hart geworden ist und der Paste. Oh, ei, das ist Maggi-Extrakt. Oh, das schmeckt wie Sojapaste mit Salz. Aber so schlecht schmeckt es nicht. So viel? Sollen wir da jetzt reinpacken in das Essen? Holy moly. Wir vertrauen den Leuten mal. Das müssen wir jetzt aufkochen, bis das wahrscheinlich so ein bisschen fester wird. Oh, ich ahne Böses. Boah, ich glaube, das ist einfach an Perversität gleich nicht zu überbieten. Dann muss ich mich mal um den Blätterteig kümmern. Place pie duff on a lightly floured surface. Sag mal, echt dough oder duff? Google sagt dough. 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 Aber wie viel Pie Dough soll das denn sein? 4 Sheets. Das hier ist für mich ein Sheet. Alter, ich nehme noch nicht 4. Wenn ich mir angucke, wie das gedacht ist, dann muss ich immer direkt an diese typisch amerikanischen oder von mir aus auch australischen, wie auch immer, Pasteten denken. Und naja, deswegen habe ich auch in keinster Weise irgendeine Form dafür. Was ich halt habe, ist eine Muffinform. Die hat Bram übrigens auch, die habe ich ihm mal geschenkt, also wehe, der benutzt die nicht. Wie zum Fick soll ich das da draufsetzen und dann nach 4 Circles rausschneiden, wenn das Ding massiv ist? Steht da was von Törtchenform. Das sind so Creme Brûlée oder sowas Förmchen. So von der Größe und von der Form sieht das eigentlich ganz okay aus. Jetzt habe ich mir überlegt, eigentlich so eine Auflaufform zu nehmen hier, sowas. Würde wahrscheinlich gut funktionieren tatsächlich, aber irgendwie, ich will das rund haben. Und würde tatsächlich versuchen, so ein Förmchen mit Alufolie selber machen. Wenn man ein Wort oft genug hintereinander sagt, verliert das jegliche Bedeutung. Dö, dö. Dö. So. Dö. Oh. Das ist anders, als ich erwartet habe. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Folgende Idee. Ich muss das ja mit einem Teigstück ausfüllen und dann Dach drauf. Dach passt perfekt mit dem Cola-Glas. Und ausfüllen passt vielleicht damit... Ich nehme einfach... Viel besser, ich nehme einfach ein großes Glas. Boah. War noch nicht ganz perfekt. Das muss wahrscheinlich größer sein, ne? Oh, was ist denn größer? Wenn man immer deutlich größer ist. Der MacGyver wieder im Einsatz. Vielleicht können wir hier noch so ein Mondgesicht reinmachen. Weißt du, so ein Jay. Und dann hier noch 3 Haare drauf. So, das ist Jay. Da kannst du ja die nächsten 5 Tage voll essen. Press base pastry into pie tins and press up the sides. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist der innere Teil. Das kommt jetzt hier hin. Das wird nichts. Placen wir dann. Hallo, du musst mal ein bisschen Vertrauen in ihr Meister Jay haben. Ich muss den Ofen vorheizen auf 200 Grad. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich habe zu viel Fleisch. Die sind zu klein. Das sind halt Muffinformen. MacGyver muss man da. Was hab ich denn noch so für Werkzeuge? Ha! Wir könnten diese kleine Glasschüssel nehmen. Ohne Probleme, tun die beiden weg, schneiden uns neue aus und machen halt einen viereckigen. Doch geschissen. So, mach hin da. Nur das Ganze hier. Da kommt immer noch kein Salz und Pfeffer dran. Das finde ich echt erstaunlich. Wonach soll das denn schmecken? Trim edges, if necessary, brush tops with beaten egg. Was ist ein beaten egg? Ist es besiegt oder was soll das sein? Aufgeschlagenes Ei? Ach du Scheiße. Wo soll ich das denn jetzt hernehmen? Fill with cooled meat mixture, brush rims. Brush rims? Welche Rims? Rims und Felgen. Sehr gut. Brush rims with water?
Was? Ach so, das. Ah, die Ränder. Rims. Mein Gott, ey. Alter. Einmal so mit Wasser putzen. Press base pastry into pie tins and press up sides. Füll with cooled meat. Nimm es nochmal raus. Du bist base pastry. Dann mit Hackfleisch füllen. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Gut, da kommen jetzt 20 Minuten in den Ofen. Was serviert mit Ketchup? Ja, das ist ja auch unfassbar pervers. Hi. 20 Minuten sind rum. Wollen wir das schöne Teil da mal aus dem Ofen holen? Das ist ein Monster geworden. So sehen die Dinger jetzt fertig aus. Jay erkennt man voll gut. Aua. Ah. Ha. 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 Alter. Es ist heiß. Ha. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Findest du das hier gut aus, Schatz? Es geht, ja. Es geht. Dein Ernst? Stinkt mit Schweiß drin. Dazu isst man laut Rezept traditionell Tomatenketchup. Also wir reden hier schon so eine Art Fastfood, sag ich jetzt mal. Bitte lass es lecker sein. Bitte lass es lecker sein. Bitte lass es lecker sein. Und ganz ehrlich, wenn Essen mit Ketchup serviert, bin ich immer irgendwie schon so ein bisschen abgeturnt. Komm mal rein damit. Ha! Es ist fucking heiß. Oh Gott! Oh. Oh. Da drin ist heiß. Sehr würzig. Das ist jetzt nicht ein kleiner Snack wie so ein Apfel oder so. Eine halbe Pizza könnte das ersetzen, so mittags, so als Mittagssnack. Ist nicht der Mega-Knaller, aber nicht weil scheiße schmeckt, sondern so langweilig. Ich glaube, das Vegemite oder wie das Zeug heißt, ist eher so dafür da, um so wie Maggi ähnlich Geschmack zu bringen. Dieses Vegemite schmecke ich gar nicht. Es hat ein bisschen was von Frikadelle mit Blätterteig. Schmeckt voll nach Australien. Ich fühle mich gerade, als wenn Kängurus an mir vorbeireiten würden, Koalas über mir herfliegen. Boah, ist das toll. Mmh. Mmh. Ist mir gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, ich gebe mir 7 von 10 Peters. Krieg gelangweilte 5 von 10 Dennis. Eine 6,5 Christians kriege ich das Ganze. Eine gute 6,75 von mir aus. Ich glaube, spontan würde ich dem so eine 6,5 geben. So 7 von 10 würde ich dem geben. Das war wieder eine neue Folge von Beats mit Kocht. Lasst ein Like da. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Alright.